Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Ozone Eduard. Der hat eine Recordbreaker-Karte bekommen und den schauen wir uns jetzt genauer an. 1,87 ist er groß, hat eine Hoch-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Der hat die Karte bekommen, weil er bei seiner Premiere in der Premier League das schnellste Tor in der Geschichte geschossen hat, also bei seinem ersten Einsatz in der Premier League. Und die Karte, finde ich, ist sehr, sehr interessant. Er ist Franzose, spielt bei Crystal Palace in der Premier League. Und als Franzose Crystal Palace hat man damit halt einige sehr, sehr gute Linkmöglichkeiten. Unter anderem gab es den Zaha, es gibt Gerüchte, dass eine Schlupp Team of the Week Karte kommen soll. Und man hat natürlich die Links zu Franzosen in anderen Ligen, wie einem Mbappé, einem Aua, einem Fekir und so weiter. Also da hat man jede Menge Möglichkeiten und ich glaube, das ist ein Grund, dass die Karte auch ein bisschen teurer ist, als sie sein müsste. Kostet im Moment so 115.000 Coins. Ich glaube, wenn er so 70.000, 80.000 Coins gekostet hätte, wäre es auch gut genug gewesen. Auf jeden Fall, wir werden den mit einem Hawk heute testen. Der Antritt geht damit auf 97, die Sprintgeschwindigkeit auf 95, das Stellungsspiel geht auf 88, der Abschluss geht auf 94, die Schusskraft auf 94, die Weitschüsse gehen auf 88, dazu der 70 Volleys und die Elfmeter gehen auf 91. Beim Passspiel hat er 87 Übersicht, 69 Flanken, 92 Freistoßpräzision, 86 kurzer Pass, 66 langer Pass und 90 Effet. Ich habe irgendwie gehofft, dass er ein bisschen einen besseren langen Pass hat, dann könnte man den eventuell auch auf dem Flügel mal spielen oder so als ZOM, der von der Seite kommt, aber ich glaube, für den ist einfach die Stürmerrolle wahrscheinlich die beste. Beim Dribbling hat er auf jeden Fall 91 Beweglichkeit, 95 Balance, 77 Reaktion, was ein bisschen niedrig ist, dafür 88 Ballkontrolle, 90 Dribbling und 92 Ruhe, das sind schon sehr, sehr brauchbare Werte. Er hat einen High-End-Average-Body-Type und mit 1,87 ist er halt eigentlich nicht der kleinste. Wir werden dann sehen, wie sich das jetzt in-game verhält. Er hat 88 Kopfballpräzision, mit dem Hawk geht die Sprungkraft auf 92, also vielleicht treffen wir da den einen oder anderen Kopfball mal. Auch das defensive Bewusstsein, die fairen Zweikämpfe und das Abfangen in einem ganz guten Bereich. Würde ich den als ZM spielen? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Möglicherweise könnte man es ausprobieren mit einem Cam-Style, wo man ihm halt maximal die Defensive noch boostet und vielleicht das Passspiel. Aber ich glaube, der ist ein Stürmer und der sollte ein Stürmer bleiben mit der Arbeitsrate, auch mit dieser Hochmittel. Das schaut sehr interessant aus. 86 Ausdauer, die Stärke geht auf 97, das ist schon krass. Und die Aggressivität geht auf 72, dazu da bei den Spielereigenschaften den angeschnittenen Schuss, den Flair-Trade und für die CPU Distanzschütze, Dribbling-Techniker und Lupfer. Und wie gesagt, ich habe die Links angesprochen, wir haben da die Links in die Premier League, wir haben die Links zu Franzosen, Mbappé, Aua zum Beispiel, da könnte man umstellen, das heißt man kann da schöne Hybrid-Teams bauen, meins schaut jetzt heute so aus, wir haben dann noch Bernardo Silva für den Flügel mit dabei, wir haben Aua, der wird entweder als ZM spielen oder auch am Flügel. Mbappé werden wir ein bisschen zweckentfremden, der wird entweder zweiter Stürmer spielen oder ZOM und für die Defensive Kanté und Renato und hinten halt Thiago, Diallo und Hakimi. Auf der anderen Seite Gomez und Robertson, im Tor Peter Cech. Aber jetzt soll es um Eduard gehen und den schauen wir uns jetzt genau an. Einen Gegner haben wir gefunden mit CR7, mit Lukaku, mit Salah. Sehr, sehr stabiles Team auf jeden Fall. Die Defensive, weiß ich nicht, die beiden Innenverteidiger, ob ich die spielen würde, aber schauen wir mal, wie es läuft. Ja, holt zumindest den Freistoß da raus. Der Freistoß war aber gar nicht schlecht von ihm, muss ich sagen. Ja, gut durchgetankt. Ja, ist halt schön nach vorn gegangen. Die Flanke war leider nicht sehr gut. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall mal schneller wie Kömann. Yes, der Pass kommt dann noch an, Gott sei Dank. Ja, auch da wieder schön gelöst, aber er ist immer ein bisschen so am Flügel draußen unterwegs. Schade. Ja, er versteckt sich da irgendwie ein bisschen so hinter den Verteidigern, die ganze Zeit im Abseits. Ja, das war mein Fehler, zu spät geschossen. Ja, der Pass war leider nicht gut, aber er hat sich gut gelöst. Ja, so schlecht war er, das Dribbling finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht. So, schauen wir uns das Dribbling mal ein bisschen an, wenn wir können. Ja, das ist das, was ich auch schon im Spiel gemerkt habe. Also
Man merkt halt, dass er nicht der allerwendigste ist. Das merkt man einfach mit seinem Body-Type. Man sieht das auch, es schaut sehr langsam eigentlich aus. Es ist jetzt nicht furchtbar schlecht, würde ich sagen, aber es ist auch nicht super gut. Aber jetzt vielleicht mal das Tempo da mit ihm ausnutzen. Schießen wir mal aus dem Winkel. Schade, schade, schade. Ich wollte es ganz schön machen, aber er ist gut gestanden. Eigentlich muss man den machen. Ah, jetzt gut gegangen da. Bedienen wir. Dann schießen wir einfach nochmal selbst. Ja, da war er leider wieder im Abseits, aber gut den Körper eingesetzt. Ja, schöne Vorlage auf Mbappé, aber davor wieder. Ich weiß nicht, ich bin mit seinem Stellungsspiel nicht so zufrieden. Ja, jetzt macht das auch endlich selbst. Schön freigelaufen, aber ich glaube, ich muss den wieder selbst schicken da auch. So, 74. Minute, da können wir uns auch nochmal anschauen. 61 Fitness hat er. Eigentlich sehr, sehr viel Fitness verbraucht. Interessant. Ja, da wären wir, glaube ich, schon vorbei gewesen. Schade. Yes, da jetzt mal das Tempo gut ausgenutzt. Und der Schuss war halt dann sehr satt, muss man sagen. Gut, Spieler des Tages ist er trotzdem geworden. 2 Tore und 2 Vorlagen. Ich habe natürlich sehr, sehr viel versucht, über ihn zu spielen. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. 6 Schüsse mit 83%, 13 Pässe mit 54%. Das hat sich leider auch meistens so angefühlt. 21 Dribblings mit 71%. Auch das würde ich jetzt mal sagen, könnte stimmen. Wir machen noch ein Game mit ihm. Gut, einen Gegner haben wir gefunden. Sehr, sehr viele Franzosen. Jetzt haben wir einen Kimpembe da hinten. Komische Cam-Styles auf den Spielern drauf. Schauen wir, wie es läuft. So, schauen wir uns nochmal das Dribbling ein bisschen an. Aber man merkt das da sofort, wenn er den Ball irgendwie bekommt. Ja, das schaut jetzt da gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber so bei der Ballannahme, ja, da merkt man es auch wieder beim Richtungswechsel und so. Das fühlt sich jetzt nicht sehr, sehr flüssig an. Ja, den Kimpembe-Test hat er nicht bestanden. Ja, gegen Kimpembe, da hat er schon zweimal das Nachsehen gehabt, auch im physischen Duell. Ja, jetzt ist er gut reingehechtet eigentlich. Schade, dass das nichts wird. Er lässt sich da, trotz dass er Einzelstürmer ist, eigentlich immer sehr, sehr weit zurückfallen. Ja, gut durchgesetzt anfangs, aber dann der letzte Meter leider wieder. Diese Nabel-Fekir-Karte, Alter. Meine Güte. Ja. Ich weiß es nicht. Meilenweit im Abseits gewesen. Es hat doch alles so lange gedauert. Also den muss man eigentlich machen. Es tut mir leid, der muss drin sein. Also, ja, ich weiß es nicht. Also sein Hugo Lloris, ich glaube, man sieht das auch, dass der absolut overpowered da schon wieder ist. Aber jetzt haben wir den drinnen. Endlich, jetzt ist er da. Ja, schade, dass er sich da nicht durchsetzt am Schluss dann. Gut, aber auch da wieder jetzt 66. Minute. Mbappé hat ZOM davor gespielt und Edouard wieder mit 64 Fitness. Also irgendwas ist da ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, was er für eine Anweisung hat. Abwölber laufen, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Keine Ahnung. Yes, schöne Vorlage auf Mbappé. Sehr nice. Yes, was für ein Kracher. Also der Schuss, muss ich sagen, ist echt eine Waffe, ist ein Strahl. Starker Fuß war es auch. Sehr nice. Ja, guter Lauf da jetzt auch nochmal.
Aber da frage ich mich halt echt, ein Kimpembe, der keinen Speedboost oben hat, wie schnell das sein kann. Ich wollte jetzt den Lupfer machen, da war er dann ein bisschen zu langsam leider. Schade, schade, schade. Gut, Eduard, wieder Spieler des Tages mit 2 Toren und einer Vorlage. 8 Schüsse, 75% Schussgenauigkeit. Jetzt auch bei den Pässen 100%, dafür bei den Dribblings 58% bei 19 Dribblings. Ich glaube, ich habe genug gesehen und genug gefühlt jetzt mit ihm am Controller. Wir gehen ins abschließende Fazit. Gut, Odson Eduard, was kann man sagen über ihn? Er hat jetzt in 2 Spielen 7 Torbeteiligungen gemacht. Das ist eigentlich mehr, als man sich erwarten darf. Auf jeden Fall muss ich sagen, seine Geschwindigkeit fühlt sich, wenn er mal im Lauf ist, eigentlich sehr gut an. Da kann man nichts sagen. Aber er hat irgendwie eine gewisse Behäbigkeit, diesen Sprint zu starten. Und wenn wir schon über die Behäbigkeit sprechen, dann müssen wir auch über das Dribbling sprechen, weil auch das Dribbling fand ich jetzt nicht sonderlich krass. Es ist zwar jetzt auch nicht schlecht, aber wenn ihr mein voriges Video zum Beispiel gesehen habt, wo ich einen Lucas Moura getestet habe, das ist eine ganz, ganz andere Liga und da muss man halt klarerweise für sich selbst abwägen, kann man mit so einem Stürmer umgehen? Das ist halt ein physischer Stürmer, weil abblocken, den Ball abschirmen, das kann er. Das hat man ein paar Mal auch, glaube ich, ganz gut gesehen. Aber der Beweglichste im Drehen und so weiter ist er halt nicht. Da muss man halt wirklich für sich selbst die Entscheidung treffen, ist das etwas, mit dem ich gut kann? Aber wenn man das kann, er ist auf jeden Fall, wie gesagt, nicht langsam, würde ich sagen, wenn er mal im Tritt ist und der Schuss ist halt ein absoluter Strahl. Also der Schuss hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Was mir vielleicht noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist das Stellungsspiel. Er ist einige Male jetzt in den beiden Spielen ins Abseits gelaufen, teilweise sogar sehr, sehr weit, ist dann teilweise auch immer vorne herumgestanden und nicht zurückgekommen und teilweise, obwohl er mein einziger Stürmer war, ist er einfach weiter hinten gestanden, also quasi so wie eine falsche 9 und da muss man auch wieder sagen, kann man mit dem umgehen oder nicht, also wer da Bock hat, wer zum Beispiel mit einem Lewandowski gut klarkommt, der wird wahrscheinlich auch mit dem gut klarkommen. Was bei ihm halt ganz klar gegeben ist, sind diese Link-Möglichkeiten, die man hat. Als Franzose und Premier League, da kann man, wie gesagt, schöne Hybrid-Teams bauen in andere Ligen zu anderen Franzosen. Das ist halt ein extremer Vorteil von der Karte. Aber ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich finde diese 115.000 Coins, die er kostet, eigentlich zu teuer. Wenn der 70.000 kosten würde, würde ich sagen, okay, kann man machen. Aber wenn der rauskommen würde in einer Promo als Karte, die man aus den Packs ziehen kann, dann glaube ich nicht, dass der mehr wie 30.000, 40.000 Coins maximal kosten würde als 85er Karte aus der Premier League. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, mir persönlich würde wahrscheinlich ein goldener Timo Werner mehr liegen als diese 85er Eduard Karte, weil Timo Werner halt einfach irgendwie ganz andere Laufwege hat. Das kommt halt, wie gesagt, auch immer auf euer Spiel drauf an. Die Karte ist auf jeden Fall nicht schlecht, kann man machen, wenn man ein paar Untauschbare im Verein hat und sagt, okay, ich nehme den mit. Ich habe aus seinen Packs zum Beispiel dann einen Sterling, einen 88er gezogen, bekommt man wieder 20.000, 22.000 Coins, glaube ich, zurück. Also es ist unterm Strich eigentlich okay gewesen. Die Karte ist auf jeden Fall nicht schlecht und für die Link-Möglichkeiten bezahlt man halt seinen Preis. Wie gesagt, wer Bock auf den hat, es spricht jetzt nichts gegen ihn, wenn man mit ein bisschen einer behäbigen Beweglichkeit umgehen kann. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von ihm. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Gerne auch die Glocke aktivieren, gerne auf den Social Media Kanälen vorbeischauen. Die sind wie immer unten verlinkt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.